Hallo ihr Lieben, heute machen wir ein richtig tolles One-Pot-Rezept, was dazu unglaublich vollwertig ist, was man gar nicht annehmen würde. Da sind also Vollkornnudeln dabei, das ist ein gekochtes Gericht, es ist in einem Topf zuzubereiten, es ist ultra einfach und es ist sowas wie so ein Chili con Carne, also nichts Scharfes, aber so wie ein, ihr werdet das sehen, ihr werdet begeistert sein. Seit langem hat mich ein Rezept nicht mehr so begeistert. Geht mit mir hier durch. Ich mache das jetzt für euch. Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Das ist leider nicht in meinem aktuellen Buch drin, Essen lernen für Erwachsene. Aber das kommt auf jeden Fall ins nächste Buch. Also auf geht's. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Topf. Im Endeffekt, das ist das Essentielle. Wir brauchen einen Topf. Mit diesem Topf haben wir schon quasi die Hälfte der Arbeit erledigt. In einen Topf 500 Milliliter Wasser. Es ist ganz wichtig, weil wir jetzt ein One-Pot-Rezept machen, weil wir die Nudeln nicht abgießen. Wir nutzen das Nudelwasser. Deswegen ist es relativ wichtig, dass wir bei den Mengenangaben korrekt bleiben. Ihr könnt natürlich, wenn ihr am Ende mehr Protein dazu geben wollt, weniger Wasser nehmen oder mehr Wasser nehmen. Ihr könnt das ein bisschen schauen, aber das ist erstmal als Grundrezept. Was ist denn da drin überhaupt? Es sind einige Gewürze drin, die ihr so wahrscheinlich kombiniert nicht kennt, aber ich sag euch, es sind Nudeln dabei, es ist Gemüse dabei und es ist vom Lidl dieses Burger, dieses texturierte Erbsenprotein dabei. Was ist da drin in diesem texturierten Erbsenprotein? Das ist ein Fertiggericht, ne? Das muss man dazu sagen. Also es ist jetzt nichts. Es ist für ein Fertiggericht, es hat Nutri-Score A, aber das hat erstmal nichts zu sagen, aber an sich ist es okay. Die Hälfte besteht aus texturierten Erbseneiweiß, dann ist drin Sonnenblumenkern-Trester, das nennt sich Sonnenblumenkerne-Teilentölt. Ist im Endeffekt nichts außer der Trester von Sonnenblumenkern, aber für uns ist das gar nicht so verkehrt. Also dann ist noch Mais drin, Rapsöl, Reisgranulat, also Reis und dann sind noch auf die Packung 3 Gramm Zucker. Wir werden vielleicht ein Drittel der Packung nehmen, also 1 Gramm Zucker ist noch drin. Dann nochmal Erbseneiweiß, Zwiebel, Speisesalz, Aromen, rote Beete, Gewürze, Raucharoma. Das geht durchaus klar. Also ist jetzt nicht super gut, aber es geht durchaus klar. Also 500 Milliliter rein. Aber ich kann nicht sagen, ihr werdet so begeistert sein. Wo ich das erste Mal gemacht habe, dachte, das kann nicht wahr sein. Wieso lange habe ich so lange gebraucht in der veganen Ernährung, bis so ein geiles One-Pot-Rezept. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist wie Nudeln mit Nudeln und ja, so Hackfleisch, Nudel, orientalisch, trotzdem ein bisschen deutsch. Einfach ein geiler, richtig geiler Pot. Also wirklich richtig geil. Nudeln macht ihr einfach Teelöffel Wasser und fangt irgendwann an, die Nudeln zu kochen. In der Zeit könnt ihr mal stoppen, wie lange das Rezept gilt, weil es nämlich auch gar nicht so viel Arbeitsaufwand. Ich nehme übrigens alles heute mit einem Weitwinkel auf, damit man mich hier sieht. Das heißt, ich werde wahrscheinlich an der Stelle so groß sein und mein Kopf und mein Oberkörper wird, aber so passt wenigstens alles hier rein. So, also Nudeln kochen. In der Zeit nehmen wir einfach, schneide die entweder klein oder wie eine Küchenmaschine, einfach 2 kleine Möhren und 2 kleine Pastinaken. Das tut ihr einfach in der Küchenmaschine oder ihr raspelt das klein oder schneidet das, wie auch immer. Aber diese Küchenmaschine ist eigentlich ganz cool, auch wenn ich den Eindruck habe, dass sie langsam ihrem Ende entgegen, also die macht manchmal schon komische Geräusche, ihrem Ende entgegen sieht. Also Pastinake und Möhre. Das dann einfach so ein bisschen grob zu häckseln. Da habt ihr dann hier so grob gehäckseltes Zeug. Und das schmeißt ihr. Ihr könnt warten, bis es kocht bei den Nudeln. Ihr könnt nicht warten, bis es kocht bei den Nudeln. Das ist ein ganz einfaches Rezept. Das heißt, auch wenn es jetzt nicht kocht, könnt ihr die Nudeln schon reintun. Völlig ohne Problem. Und ihr macht dieses Gehäckselte auch rein. Das ist quasi jetzt eure Basis. Manchmal sind ja, wenn man Gemüse kocht, nimmt man das Gemüse dann raus oder so. Aber das Schöne ist, weil wir das Wasser verwerten, auch die wasserlöslichen Vitamine bleiben hier erhalten. Und das ist einfach richtig genial. Und genau, das war's schon. Mehr oder weniger war's das schon. Tatsächlich tun wir jetzt bloß noch würzen. Und wir nehmen dazu einen Teelöffel Kurkuma, einen Teelöffel gemahlener Kümmel, frisch gemahlener Koriander, auch einen Teelöffel. Oder halt ein paar Euro machen, bis so ein Teelöffel zusammenkommt. Und einen Teelöffel Zimt. Das sind die Gewürze. Also Kurkuma, Koriander, Kümmel und Zimt. Also richtig schöne dunkle Farbe. Und da macht ihr jetzt noch Folgendes rein. 2 Teelöffel Sonnenblumenkerne und 2 Teelöffel Chiasamen. Das ist ganz wichtig, wenn wir nachher nämlich durch die Nährstoffanalyse gehen, weil das braucht es für ein ausgeglichenes Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis. Und das ist halt interessant. Das ist ganz einfach. Ihr könnt auch statt den Chiasamen Leinsamen nehmen. Da habt ihr halt die Problematik, dass ihr die, wenn ihr die im Übermaß zu euch nehmt,
auch ein bisschen schauen müsst wegen Cadmiumbelastung und dass ihr die auch immer frisch mörsert. Bei Leinsamen wisst ihr ja Bescheid, die nimmt man nicht ganz, die kauft man nicht gemörsert, sondern die mörsert man selber. Und Chiasamen sind ein bisschen einfacher und vom Omega-3-Verhältnis nicht schlechter. Und packt ihr einfach alles zusammen. Und jetzt wartet ihr, je nachdem wie ihr die Nudeln mögt, ich mag die immer noch, wenn die ein bisschen bissfest sind, weil das sind Vollkornnudeln, würde sagen so 7 Minuten macht das mir gar nichts. Das heißt, das Ganze hat ja vielleicht 2 Minuten gedauert, dazwischen habe ich noch mit euch getalkt. Und jetzt warten wir einfach 6 Minuten, bis die Nudeln gut sind. Und dann kommt noch das Krönchen. Und dann sind wir gleich durch. So, und da sind wir schon wieder. Ja, und jetzt gibt es nichts anderes zu tun. Und deswegen ist es auch voll cool, weil egal, ob du zu wenig oder zu viel Wasser genommen hast, total egal, weil du hast einfach genug von dem Zeug da und das texturiert das Erbseneiweiß mit ein paar, was ich euch gesagt habe, mal anderen Sachen noch drin. Und das schmeißt ihr jetzt hier rein. Und die Nährwerte sind so genial. Also gerade was eure Aminosäuren angeht. Also ihr braucht kein Proteinpulver mehr. Mein Gott, das ist mehr oder weniger Proteinpulver. Aber ihr macht das jetzt so lange hier rein, bis für euch eine Konsistenz erreicht ist, die ihr schön findet. Ihr könnt das sehr, sehr dick machen. Ihr könnt es aber auch ein bisschen dünner machen. Je nachdem, wie ihr das mögt. Ihr könnt so einen richtigen Stew draus machen. Es kann auch noch eine Suppe sein. Und das wird letztlich dann so, ui. Oh, der Geruch ist schon so geil. So. Und das ist dann halt, habt ihr richtig so mit Nudeln, mit Gemüse. Ihr könnt auch noch angeröstete Zwiebeln reinmachen. Oder auch so viel. Ihr könnt natürlich an Gemüse reinmachen, was ihr wollt. Ihr könnt auch würzen, wie ihr wollt. Das wäre mal nur mal so ein Gewürztipp von mir. Aber dieser Workflow, einfach die Nudeln zu kochen, in das mit dem gekochten Nudelwasser irgendwelches Gemüse reinzuhauen, die Gewürze reinzuhauen, die Kerne reinzuhauen und am Ende, egal, weil das ist ja das Problem in One Pot, wie viel Wasser nehme ich für die Nudeln und ja, muss ich dann was wegkippen, ist es dann, mit dem Ding habt ihr letztlich etwas, wo ihr so andickt, wie ihr wollt und es ist halt immer so wie so ein gehacktes Eintopf, so ein Chili con Carne, beziehungsweise nichts hat jetzt nichts mit Chili con Carne zu tun, aber halt so Hackfleisch mit Nudeln und Gemüse, es ist so primitiv, pervers einfach, das musst du einfach feiern. Und du kannst es gerne mal ausprobieren. Der absolute Hammer. Wie gesagt, das Zeug gibt es natürlich auch noch von anderen. Das hier ist im Übrigen quasi, wie es Aldi und Lidl häufig so macht. Das gibt es auch als teures Produkt. Das nennt sich Green noch was, kostet 5 Euro. Bei Aldi und Lidl, bei Lidl kostet das irgendwie nur 2,70 oder so. Ist sehr, sehr ergiebig im Übrigen auch. Auch was die Aminosäuren angeht. Wenn du das vergleichst mit Proteinpulver, das ist echt günstig. Und du hast ein richtig geiles, herzhaftes Essen, was auch die Kinder mögen. Und ja, also ich kann es nur absolut empfehlen. Wir schauen uns mal ganz kurz noch an, wie es von Nährstoffen her aussieht. Ja, ich blende euch jetzt auch mal die Nährstoffe ein. Also wie ihr seht, ungefähr 700 Kalorien, das heißt 3 Mahlzeiten am Tag, wenn ihr das 3-mal essen würdet, was ihr natürlich nicht macht, weil ihr abwechslungsreich esst. Also wenn ihr das 3-mal am Tag essen würdet, das sind bei ungefähr 2100 Kalorien, sollte für die meisten ausreichend sein. Und ja, wenn es die Nährstoffe angeht, ihr wisst ungefähr 60-70% ist das Optimum. 100% von der DGE ist immer ein Tick zu viel, weil halt die ungesunde Mitte geschaut wird, wann die Krankheiten bekommen, da kann man ganz schön viel abziehen. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man nicht zu viel Nährstoffe nimmt. Gerade Calcium, sehr gefährlich, wenn man zu viel nimmt. Kalzifizierung, habe ich schon ein Video gemacht. Und ja, ihr seht das hier. Also Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis ist natürlich absolut Bombe mit Chiasamen und Sonnenblumenkernen. Also bei 1:2, das ist halt im absoluten Optimum auch von der Verteilung der Nährstoffe ist interessant, weil das ist eher so ein proteinreiches Essen. Es ist zwar immer noch meisten Kohlenhydrate, 100 Gramm Kohlenhydrate, 60 Gramm Proteine und 15 Gramm Fett. Aber das zählt schon für jemanden, der ein bisschen vielleicht ein bisschen ja, Bodybuilding macht und ein bisschen aufbaut. Ist das eine super gute Proteinmahlzeit, die man mal zwischendurch schieben kann. Schön herzhaft, vegan, vollwertig. Aminosäuren sind fast schon alle gedeckt. Bei 3 Mahlzeiten brauchen wir gar nicht zu gucken. Wie gesagt, die eine Mahlzeit, die hat ja schon 60 Gramm Protein. Ist auch gar nicht so gut, zu viel Protein auf einmal aufzunehmen, weil man kann nur zwischen 30 bis 60 Gramm auf einmal überhaupt aufnehmen. Mineralstoffe seid ihr komplett durch mit der Mahlzeit. Selen vielleicht noch ein Stück, macht ihr noch ein bisschen eine Paranuss rein oder so. Ansonsten, wenn ihr das 3 Mal am Tag essen, hättet ihr alle Mineralstoffe durchgedeckt und beim Vitamin fast alle Vitamine. Und das ist halt schon interessant, dass das trotzdem, es scheint doch relativ Fastfood-mäßig zu sein, ist ja auch Fastfood, aber trotzdem seid ihr bei allen Sachen mit mindestens 60% eurer Vitamine gedeckt. Das heißt, so eine Mahlzeit mal zwischendurch einschieben als proteinreiche Mahlzeit, das ist für jeden zu empfehlen, der vegan lebt. Also das ist für mich persönlich, schreibt mir das auf jeden Fall in mein neues Buch rein. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen animieren, da auch zu experimentieren. Man kann das natürlich mit Gewürzen und Gemüse auch anders machen. Aber einfach mal so zwischendurch ein richtig geiles Rezept wieder. Ziehst dir rein und ja, schreib mir gerne, was du davon hältst. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Samu.